Hallo meine Lieben, Da bin ich mal wieder zu einem Video und zwar zu einem kleinen Haul. Ich ziehe gerade mal schnell meine Uhr aus. Es ist bei euch auch so warm. Ja, also zu einem Haul und zwar kam gerade China an. Dann kam Doreen Beats an, die zweite von drei Bestellungen. Dann kam bei meine kleinen Kleinigkeiten, hatte ich was bestellt und beim Dieter von der Facebook-Gruppe, kennt ihr ja. Da weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich bestellt hatte. Und ja, fangen wir das mit dem kleinsten an. Das sind Stanzteile nach meinem Gefühl. Das war es auch schon. Ich hatte bei China noch den bestellt. Wo habe ich es hin? Die Painting Bilder da. Und zwar habe ich mir einmal das Mario bestellt und einmal diesen Eiffelturm. Ja, da habe ich schon auch etwas angefangen, wie man sieht. Ja, da hatte ich jetzt nicht extra ein Video gedreht, aber ja, also einmal dieses Bild und von dem war es dieses Bild. Ja, das kam an. Dann kamen jetzt diese Stanzteile an. Die haben ein paar Cent gekostet. Ich glaube, haben die gekostet. Ich kann es euch jetzt gerade gar nicht sagen, aber ich glaube 98 Cent oder so. Und da ist einmal das drin und einmal das. Also, ich zeige es euch an, nicht einmal die, einmal die, einmal die hier ein klein und einmal die. Also ich bin sehr zufrieden, was Stanzteile aus China angeht, also beziehungsweise von AliExpress. Ja, also im Monat habe ich mir mal wieder was gegönnt. Und wenn wir jetzt schon beim Holz sind, kann ich euch gleich mal was zeigen. Ich war beim Teddy und habe mir drei Blöcke gekauft. Die gab es leider nicht mehrmals, sonst hätte ich sie mehrmals mitgenommen. Und zweimal den hier. Da weiß ich nicht, ob es den schon gegeben hat, aber den fand ich halt richtig toll. Und da finde ich genau dieses Papier total schön. Ja, das war einmal der. Lege ich gleich auch wieder da hoch. Dann einmal der hier. Und ich wollte halt für die Sachen ein extra Video abdrehen. Den finde ich auch richtig wunderschön. Und einmal diesen hier. Der ist auch richtig schön. Da gefällt mir dieses Motiv auch ganz gut. Ja, das waren die hier. Ich habe hier voll das Chaos auf meinem Schreibtisch, weil ich ja wieder umgeräumt habe und ja. Jetzt verschiebe ich hier gerade alles bei meinem Lidteil. So. Mein kleiner Mülleimer. So, dann geht es weiter mit. Jetzt habt ihr wahrscheinlich meine Adresse, das ist egal. Aber mit der Filmbeats. Das ist nur so ein Säckchen. Ja. Und dann greifen wir halt einfach mal rein. Da habe ich mir diese Blümchen nachgekauft. Das sind 200 Stück. Und die finde ich richtig schön für so kleine Resin-Anhänger. Und dann habe ich mir diese Schleifchen mitbestellt. Da sind 30 Stück dran. Ich glaube, die werde ich mir beim nächsten Einkauf auch wieder mitbestellen. Aber der folgt erst nächsten Monat. Das sind 6 Farben dran.
Ne, noch eine Farbe fehlt. Gold fehlt noch, oder? Und die habe ich, glaube ich, jetzt auch noch in durchsichtig. Die Nummer hier. Dann habe ich die Schnitzis mitbestellt. Finde ich halt eben auch richtig schön für kleine Resinanhänger. Zum Beispiel für so einen Mond oder für eine Katze oder so. Da sind auch 200 Stück drin mit der Nummer. Ah, die anderen habe ich gar nicht mitbestellt, seht ihr. Dann habe ich einmal noch die Blumen bestellt. Die werde ich mir beim nächsten Mal auch wieder mitbestellen. Die gehen bei mir weg wie noch was. Das sind so kleine Blümchen. Und die finde ich auch richtig schön. Dann habe ich mir einen Engelsrufer bestellt. Der ist aber nicht für mich, der bekommt jemand. Die Perlchen habe ich im nächsten Einkauf. Und dann kann man hier halt so eine Perle reinmachen. Und hier den Flügel kann man so dran machen, muss man aber nicht. Aber mal gucken, ob ich den, das für einen Mann ist, weiß ich nicht, ob das ich da reinmachen werde, dran machen werde. Dann habe ich mir zweimal diese Teile hier bestellt. Zwar für Resinanhänger. Zum Beispiel kann ich es euch jetzt mal zeigen. Ich habe hier meinen Mausanhänger mit Loch und dann piekt man das sich so auf. Moment. Und dann legt man sich das wieder zu und dann hat man halt den Anhänger so. Oder für Perlen oder so kann man das auch benutzen. Finde ich richtig schön. Also wie gesagt, da habe ich ja zweimal 10 Stück bestellt für die Nummer. Und zum Schluss habe ich noch diese Zwischendinger bestellt. Und zwar diese Blumen hier. Und da sind 70 Stück drin mit der Nummer. Ja, das war mein Doreen Duzoll. Ich stopfe mal alles da wieder rein. Ich habe noch was vergessen. Diese Capuchons habe ich noch, die Kleber Capuchons habe ich da noch bestellt. Die waren im Sale. Das sind 100 Stück für die Nummer und das sind so viereckige, die sind selbstklebend, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber ich denke schon, ja. Gut, dann machen wir weiter mit, die Seite heißt Kleine Kleinigkeiten, da habe ich früher auch schon bestellt, Fimo, wusste ich gar nicht mehr, weil ich war da noch angemeldet und dann habe ich gesehen, dass ich da mal Fimo bestellt hatte. Und das ist ja schon ewig her, das war Ende 2015 und Anfang 2016. Das Jahr ist ja auch schon bald wieder vorbei. Ja. Mal hier auf. Ich habe mir Sticky Tape bestellt. Ja. Sticky Tape, Tacky Clue, ein Stempel und von Gott ist das. Und zwar einmal ist das hier so schön eingepackt, kleine Kleinigkeiten. Und ich habe nämlich das verglichen, das Tacky Tape. Überall ist es so. Also ich habe die Preise verglichen quasi, wo es am günstigsten ist. Und bei
ihr war es jetzt halt am günstigsten. Oh, da hat man so ein kleines Extra gekriegt. Und zwar einmal ganz viel Süßigkeiten. Die Dinger, die sind ja genial, die Heubrause. Ein Schnuller. Dann nochmal sowas, die sind auch echt lecker. Und so Streudeko. Und das ist hier der Shop. Und hier. Wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich alles in der Infobox. Ja gut, dann fangen wir mal an. Ich habe mir diesen Tiki-Klo gekauft, die große. Ich will den halt einfach mal ausprobieren. Anstatt immer Dings zu nehmen, Klebeband, wollte ich mal gucken, ob man damit gut gut Designpapier aufkleben kann. Jetzt habe ich es. Ja, einmal den. Der hat gekostet. Steht da was drauf? Nein, das sind 118 Milliliter. Dann habe ich mir einen Stempel bestellt. Wollte ich mal ausprobieren. Der ist aber auf Wasserbasis, glaube ich. Ja, egal. Ich will ja nicht, ich tue ja nicht kolorieren. Ich tue ja mit Holz dann anmalen. Dann habe ich mir eben dieses Tape hier gekauft von Gorgeous zum Ausmalen, aber ich finde, zum Ausmalen ist das viel zu schade. Also mal ganz ehrlich, wie viel ist denn da drauf? Steht da gar nicht. Nein, steht nicht drauf, wie viel Meter. So viel Meter ist da drauf, keine Ahnung. Und es ist halt. Oh, diese zwei Motive sind da drauf. Richtig süß. Ja. Vielleicht kombiniere ich das auch mit meinem Album, was ich hier liegen habe. Und dafür hatte ich eigentlich das Digitape. Und dann habe ich mir quasi zweimal 9 mm bestellt, dreimal 6 mm, 10 mal 6 mm. So. Und zum guter Schluss 3x 10x3 mm. Und zwar klebe ich meine Alben, zum Beispiel das hier, habe ich mit dem Action-Klebeband geklebt und es löst sich immer. Und jetzt möchte ich halt mal versuchen, ob es mit dem Sticky Tape besser hebt. Jetzt hebt es. Jetzt habe ich auch ziemlich dick Kleber drauf gemacht, aber das muss ja nicht sein. Und da bin ich noch am herausfinden, wie und was. Und ja, zu dem Album wird es bald ein Update geben. Ist schon so gut wie fertig, aber da würde ich vielleicht noch was das mit dem Gorgeous-Band machen. Klebeband, ja, das war der Einkauf. Und jetzt kommen wir zu meinem letzten Einkauf. Ich weiß gar nicht mehr, was ich bei ihm alles bestellt habe. Da schauen wir jetzt auf jeden Fall mal rein. Das ist für mich wie eine Überraschung, weil ich selbst nicht mehr weiß, was ich bei dem Dieter bestellt habe. Der liebe Dieter hat jetzt auf Facebook seine eigene Facebook-Gruppe. Und wie gesagt, ich verlinke euch alles dann in die Infobox. Hui. Fangen wir mal an. Und zwar habe ich mir von Tali Teddy eine Winter Wonderland 3D Glitter Card Kit gekauft, aber das werde ich nicht als Karte benutzen. Auch ist das süß. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Ich habe hier einen Faden hängen, der mir auf den Zeiger geht. Ja, da schaut mal. Total süß. Kann man was zu Weihnachten basteln. Dann habe ich mir Papier bestellt und zwar gleich dreimal. Uiuiui, aber das ist auch schönes Papier.
ist ein Plot. Ah, das ist einzeln. Und zwar einmal. Ich hoffe, ihr könnt alles gut sehen. Weil ich das hier von hier unten nicht sehe. Kann man so ein schönes, vielleicht ein Kinderalbum draus machen. Das ist meine. Moment. Ich pack's mal eben wieder ein. Es ist einseitig bedruckt, ja. Das ist gut und es ist auch ein bisschen stabiler als das Papier vom Action, das kleine. Und ich zeige euch die Motive nochmal. Also für meine Mama, die Freundin, die Tochter, hat ein Kind bekommen. Mal gucken, ob ich dann ein Album mache. Das habe ich dreimal mitgenommen. Was es gekostet hat, kann ich euch leider nicht mehr sagen. Dann habe ich wieder Stempel. Und zwar einmal diesen hier. Der ist auch total schön. Dann diesen hier. Dann hier ein Heiratsstempel, warum auch immer. Da haben mir wahrscheinlich einzelne Teile gefallen. Zum Beispiel das Forever oder Love oder hier unten das Love. Ja. Aber der finde ich richtig schön. So mit Sprüchen. Ja. Und zwar folge deinem Traum, verleih deinen Träumen Flügel, leben, lieben, lachen, genieße den Moment. Zu Hause ist ein Gefühl. Glücksgefühle. Nimm dir Zeit zu träumen. Es ist der Weg zu den Sternen. Wo sich dein Herz wohlfühlt, bist du zu Hause. Sternenglanz. Richtig schön. Wusste ich gerne mal. Und dann habe ich mir noch diesen Stanzer hier bestellt. Also gekauft. Und den finde ich auch richtig schön. Und ich glaube, das sind einzelne Stanzen, oder? Also quasi, Moment. Weil dann ist es mega geil, weil. Ja, das sind einzelne quasi. Man hat den Untergrund und hat dann. Dann weiß ich, was ich heute anmache. Schmetterlinge stanzen. Da hat man quasi den Untergrund und dann kann man das oben drauf kleben. Richtig cool. Das gefällt mir. Meine Stanzsammlung wächst. Und dann habe ich noch Filz in Schwarz für meine Resinteile. Also ganz normaler schwarzer Filz. Das sind zwei Stück drin. Dann habe ich mir ein Kartenset in Dunkelblau mitgenommen. Dann habe ich noch Sticker. Die kann ich mich dran erinnern. Die habe ich mir zum Eingießen mitgenommen. Oh Mann, wie kann ich die euch zeigen? Habe ich irgendwas Schlichtes als Hintergrund? Nein. Also, ich habe Filz nochmal mitgenommen. Zweimal, also dreimal insgesamt. Dann habe ich hier ein Dankeschön. Ja, vielleicht seht ihr es jetzt so. Ich pack mal hier das da alles wieder rein. Kartons nicht wegschmeißen, die braucht man immer. Einmal dieses. Habe ich das nicht zweimal? Ja. Zweimal, einfach zum Eingießen. Dann die habe ich auch. Das habe ich auch zweimal mit So Love. Und einmal hier mit diesen Schmetterling. Oh Mann, das sieht man glaube ich gar nicht. Ich zeige es euch nochmal. Also die zweimal, das war das ein Aufkleber. Dann den hier zweimal. Und den mit den hier zweimal. Finde ich richtig, richtig schön. Ja, das war mein kleiner, waren meine kleinen Einkäufe. Und ja, ich würde dann mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!